Und es ist offensichtlich, die Behörden sind weiterhin völlig überfordert mit der Registrierung und der Unterbringung der Hunderttausenden Flüchtlinge, auch in Deutschland. In einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Merkel machten nun mehr als 200 Bürgermeister aus Nordrhein-Westfalen erneut auf die schwierige Lage aufmerksam. Ihre Gemeinden seien am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angekommen. Praktisch alle verfügbaren Unterbringungsmöglichkeiten seien ausgeschöpft, schreiben die 200 Verwaltungschefs in dem Brief an Angela Merkel. Selbst die Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten sowie Wohncontainern sei kaum noch zu bewerkstelligen. Der Betrieb der Flüchtlingsheime binde Personal, sodass andere Aufgaben nicht erfüllt werden könnten. Die Bürgermeister begrüßen in ihrem Brief die geplante Beschleunigung im Asylverfahren als einen ersten Schritt in die richtige Richtung, zweifeln allerdings, ob die Maßnahmen wirklich fruchten. Neben Europa und außenpolitischen Forderungen geht es ihnen ums Geld. 50% der Flüchtlinge möge doch bitte der Bund beherbergen. Auch die Rückführung abgelehnter Asylbewerber bezahlen. Es müsse EU-Obergrenzen für Flüchtlinge geben. Bei sicheren Herkunftsländern sollten Asylverfahren gefälligst dort stattfinden. Dass es eng ist, zeigen die Bilder aller Orten. Doch in Nordrhein-Westfalen scheint die Bürokratie mit Notsituationen überfordert zu sein. Bundesweit zeichnet sich ein anderes Bild ab. In einer Umfrage des Spiegel unter den Oberbürgermeistern der 30 größten deutschen Städte zeigte sich die große Mehrheit entspannt. Lediglich 3 Städte hielten sich dabei für überfordert oder sprachen gar von einer Krise.